Hallo, wir sind heute Abend hier in den Performance Studios. Wir treffen heute Abend den Eugen Rodin und zu seiner CD-Release von seiner neuen Scheibe. Zeig mal, damit die Leute wissen, was sie kaufen sollen in nächster Zeit. Genau. Ja, wir haben ein paar Fragen an dich. So, als allererstes, was uns natürlich am meisten interessiert, musikalischer Werdegang. Wo kommst du her? Was machst du für Musik? Ich komme ursprünglich aus Russland und habe hierher gekommen vor 7 Jahren ungefähr. Und ich wollte unbedingt Musik studieren und dann bin ich in Frankfurt gelandet und genau, Musikwissenschaft studiert, bin vor kurzem Magister geworden. Und genau, ich habe ein Ziel gesetzt, dass ich auf jeden Fall im letzten Sommer ein Album aufnehmen will. Und genau, ich habe das geschafft. Das ist das Ziel verwirklicht. Genau. Wie heißt das neue Album? Das Album heißt Sense Reconstruction oder auf Deutsch Neuaufbau der Vernunft. Okay. Wie würdest du deinen Musikstil beschreiben? Ich glaube eher Progressive Rock. Das eher dann in Richtung Metal geht, aber ich will mich nicht so zum Metal einordnen sozusagen, weil ich versuche ein bisschen einzigartig zu sein und von ganzen Metal-Bands ein bisschen weit weg. Und so ein bisschen Abstand nehmen, genau. So ein bisschen deine eigene Schiene fahren. Ja. Ich bin auf der Suche. Auf der Suche, ja, auf der Suche ist immer gut. wie viele Stücke umfasst das Album? Insgesamt 12 Stück. Das ist ein Konzeptalbum. Also wie gesagt, 12 Lieder und die Songs sind in 3 Kapiteln geteilt. Und es geht um eine Geschichte einer Kreatur, die aus dem Wasser kommt und unsere Welt kennenlernt. Okay. Was hast du vorher gemacht? Also bevor du jetzt dieses Album gemacht hast und in diese Richtung gearbeitet hast, in welchen Bands hast du vorher gespielt? Wie war deine? Die allererste Band hieß The Second Way. Wir haben Punkrock gespielt auch da in Russland und auch ein paar Gigs gespielt. Und hier habe ich erstmal in einer Pop-Rock-Band gespielt, auch als Gitarrist. Und danach habe ich mich entschieden, eine eigene Band zu gründen mit einem Sänger. Und wir haben ziemlich gute Musik gemacht zusammen. Und dann kam zu dem Zeitpunkt, dass ich mir gesagt habe, ich will mein Solo-Projekt auf die Beine stellen. Mhm. Ja, weil ich habe ganz viele Ideen, die ich zu Hause aufgenommen habe und angehört habe. Und da kam ich zu dem Zeitpunkt, dass ich mir gesagt habe, okay, ich muss es auf die Beine stellen. Mhm. Und da habe ich angefangen, die Songs zu schreiben. Also die zusammen basteln sozusagen, das, was ich schon hatte. Du hast jetzt Musik studiert hier in Frankfurt. Musikwissenschaft, genau. Wie schätzt du so die Musikszene so ein? Hier in Frankfurt? Ja. Schwierig. Frankfurt ist, glaube ich, ein Technostaat. Ja, wo, das glaube ich auch. Genau. Rockmusik ist ziemlich schwierig, vor allem wenn man nach Gigs sucht. Aber ich mache das, was ich mag und mal schauen. Gut, die musikalische Richtung hast du ja eben kurz beschrieben vom Album. Du bist Gitarrist. Genau, ich spiele Gitarre. Spielst du also jetzt auf dem Album auch nur die Gitarre oder hast du andere Sachen auch eingespielt? Gitarren, Vocals und ich benutze auch so einen Chaos-Oszillator. Das ist okay. So ein Elektro-Ding, aber minimal. Minimal. Genau. Gut. Also ich denke, wir lassen uns dann heute Abend überraschen. Und ich werde dann wahrscheinlich heute Abend auch irgendwann beim Konzert nochmal ein Stück mitschneiden, dass wir das irgendwo hinten ranstellen. Und dann bedanken wir uns erstmal bei dir für das Interview. Schön. Und kauft das Album. Ihr habt es. Alles klar. Ja. Gut. Danke. Dankeschön. Danke.